DNA. Jeder Organismus hat eine einzigartige DNA. Du und ich und alles, was Gott Lebendiges geschaffen hat. Und die DNA bestimmt, wie wir aussehen, wie wir uns entwickeln und wie wir funktionieren. Und wir haben das übertragen von einem Organismus, wie wir das sind, hin zu auch einem Unternehmen, einer Organisation, einer Familie und auch einer Gemeinde, wie wir das sind. Wir haben auch eine DNA und 2008 haben wir uns auf den Weg gemacht, herauszufinden, was ist denn unsere DNA als Gemeinde. Und um das herauszufinden, haben wir 2008 alle Partner von Doxa Deo weltweit gefragt und haben gesagt, hey, warum seid ihr denn Teil von Doxa Deo geworden und was war seither die prägendste, wertvollste Erfahrung, die du gemacht hast? Das waren die zwei Fragen, die wir gestellt haben. Wir haben alle Antworten zusammengesammelt und strukturiert und so weiter. Und das ist unser Ergebnis. In diesen drei Begriffen oder Elementen, Bausteinen, wie auch immer ihr das sagen wollt, haben wir unsere DNA da gefunden. Gnade, Vertrauen und Glaube. Und letzte Woche haben wir schon über Gnade gesprochen. Wer war da? Lohnt sich's nachzuhören? Also, sehr gut. Nur mal testen. Also hört euch an, dann nehmt ihr die ganze Serie mit. Heute reden wir über den zweiten Teil, über Vertrauen. Und auch wenn wir so separat über diese drei Bereiche oder diese drei Elemente reden und ihr sogar die hier separat in einzelnen Bilderrahmen seht, die sind eigentlich überlappend. Also man kann sie gar nicht voneinander so einfach trennen, weil sie miteinander interagieren und sich gegenseitig bereichern. Also eher überlappende Kreise als irgendwie separate Bilder, die man an jeder Ecke hängen kann. Und interessanterweise haben wir das auch letzte Woche festgestellt, dass genau diese drei Elemente unserer DNA auch in einer der Geschichten vorkommt, die uns ganz am Anfang der 90er, als Gemeinde geprägt haben. Und diese Geschichte in der Bibel ist die Speisung der 5000, wo die Jünger ja keinen Glauben hatten, dass Jesus ausreichend Essen für diese Menge hatte. Und die Jünger wollten die Leute wegschicken und Jesus reagiert aber ganz anders drauf und er gibt seinen Jüngern die Anweisung und sagt ihnen, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Lasst mich euch nochmal in dieses Bild hineinnehmen. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Okay, auf einer Wiese, irgendwie am Hang, See Genezareth. So, und jetzt sollen 12 Teenies, wahrscheinlich, so wie unser Drummer, sagen, Philippus, und brecht die mal auf in Gruppen zu 50 und 100. Und das Erstaunliche ist, wenn wir das lesen, es hat ja funktioniert. Und wir reden heute über Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen war der Schlüssel, dass es funktioniert hat. Einmal das Vertrauen von Jesus an seine Jungs, sagt, hey, ihr, ich traue euch das zu. Und dann aber auch das Vertrauen der ganzen Leute, die gesagt haben, ah, was ist diese neue Sache da? Kommt die aus Amerika? Und sie haben aber Jesus und seinen Jüngern vertraut und ließen das mit sich machen. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was wäre wohl passiert, wenn sie nicht vertraut hätten? Was wäre wohl passiert, wenn sie nicht vertraut hätte? Wir hätten das Wunder nicht gefunden. Und wir hätten sie, diese ganze Menge, hätte nicht erlebt, dass Jesus tatsächlich das Brot des Lebens ist. Hätten sie verpasst, möglicherweise. Vertrauen ist wichtig, das haben wir jetzt gerade auch im Interview gehört. Doch was ist denn Vertrauen? Ich hab doch mal, schau mal in den Duden rein. Vertrauen ist laut Duden festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit. Die Zuverlässigkeit einer Person oder Sache, so wird es da definiert. Dann habe ich mal gegoogelt und war oben irgendwas von Oxford Language. Da ging es um das Wort Vertrauen.
in jemanden etwas sein Vertrauen setzen. Auf jemanden etwas bauen. Das fand ich so schön, deshalb habe ich es fett gemacht. Sicher sein, dass man sich auf jemanden oder auf etwas verlassen kann. Und ich finde dieses Sichersein oder dieses Ich fühle mich sicher, das beschreibt so eine wunderbare Voraussetzung, um vertrauen zu können. So, diesen Begriff findet man natürlich auch in der Bibel, im Wort Gottes, im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Und das Subjekt oder das Nomen kommt gar nicht so oft vor, aber ganz oft kommt dieses Verb Vertrauen vor, 53 Mal. Und es wird ganz unterschiedlich übersetzt. Ich finde diese Breite dieses Wortes auch so spannend, wo es auch von überzeugen heißt, wenn dieses Wort kommt. Oder Vertrauen überreden, Gehör geben. Oder auch dieses Element von Gehorchen, finde ich ganz spannend. Und Vertrauen bedeutet ja auch Hingabe an jemand anderen. Hingabe an jemand anderen und schließt auch die Erwartung ein, dass wenn ich Hilfe brauche, dass ich die dann bekomme. Und wir sehen diese Hingabe an jemand anderen, sehen wir in einer wunderbaren Art und Weise an Jesus, wie er sich im Vertrauen hingegeben hat an seinen Vater. Spannend ist, dass im Hebräerbrief, da wird mal erwähnt, dass Jesus einen wunderbaren Satz aus dem Jesaja zitiert. Und da heißt es, nichts soll mich davon abbringen. Nichts soll mich davon abbringen, was zu tun? Auf Gott zu vertrauen. Nichts soll mich davon abbringen. Und Jesus hat es nicht nur einfach so lapidarisch hingesagt, sondern Jesus meinte das todernst. Todernst auch an dem Punkt, als er nämlich am Kreuz hing. Da hat er sein Vertrauen immer noch auf Gott gesetzt. Und das ist so spannend, wie die Menschen, als Jesus am Kreuz hingen, ja an ihm kopfschüttelnd vorbeigelaufen sind. Und zu ihm höhnisch, heißt es da, riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Hilf dir doch selbst. Oder auf wen wartest du hier? Auf wen wartest du? Und die Priester, Schriftgelehrten, Ältesten, die machten sich in diesem Moment weiter über Jesus lustig und so nach dem Motto, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König der Juden, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir ihm glauben. Und dann heißt es da weiter, er hat Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien. Wenn er Freude an ihm hat, er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Also, er hat auf Gott vertraut. Und jetzt so nach dem Motto, seh mal, wo du gelandet bist. Ist das Ergebnis deines Vertrauens auf Gott. Jetzt bist du am Kreuz. Und das, was die Leute damals versucht haben, war, Jesus herauszufordern, sein Vertrauen wegzuwerfen. Aber er hat es nicht weggeworfen. Er hat es nicht weggeworfen. Er hielt am Vertrauen zu Gott fest. Nichts kann mich davon abbringen, ihm zu vertrauen. Und warum hat Jesus selbst in dieser Situation sein Vertrauen nicht weggeworfen, sondern seinem Vater vertraut? Und ich glaube, der Schlüssel liegt zu verstehen darin zu verstehen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist, weil er treu ist. Er kann nicht anders, als sich selbst zu sein. Und ich finde es so wichtig, wir haben das gerade auch im Interview gehört, dass wir ja Vertrauenswürdigkeit im Gegenüber suchen. Wir vertrauen ja nicht einfach blind. Also ich nicht. Vielleicht du. Aber ich suche irgendwie nach einem Gefühl in mir, nach einem guten Vorzeichen. Vielleicht auch, weil ich die Beziehung kenne. Da suche ich was und deshalb kann ich vertrauen. Und ich finde es so spannend, wie Jesus uns, deshalb war er auch hier, um uns zu zeigen, wie wir leben können. Auch wie wir in Bezug auf unser Vertrauen
hin zu Gott und auch ihm leben können. Sein Wunsch, Gottes Wunsch, der Wunsch von Jesus ist, dass wir ihm vertrauen. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und was er auch noch gezeigt hat, und das will ich heute ein bisschen mit euch beleuchten, er hat uns gezeigt, wie wir auch anderen Menschen vertrauen können, wie wir in einem Miteinander oder in einem Miteinander des Vertrauens leben können. Und das hat er mit seinen Jüngern gemacht. Jesus hat seinen Jüngern vertraut und da eine wunderbare Gemeinschaft mit ihnen geformt und gefördert. Er vertraute ihnen seine Mission an. Sind wir an so vielen Beispielen. Hey, ihr macht das jetzt, ihr geht raus. Hier, das ist jetzt euer Job. Ich lege das euch in eure Hände. Aber es ging nicht nur um Arbeit, sondern er war auch transparent zu ihnen, hat mit ihnen über alles gesprochen, über die Zukunft, hat sein Leben mit ihnen geteilt und er hat sie gefördert und entwickelt, kontinuierlich und fortlaufend. Und dieses Vertrauen, das er hatte in seine Jünger, das schafft er diesen wunderbaren Kontext von einer positiven und heilenden Gemeinschaft. Und so wie das die Jünger mit Jesus erlebt haben, so wünschen wir das uns auch, dass wir das miteinander auch als Gemeinde erleben. Weil Vertrauen ist wirklich die Basis von uns. Und wir, wie ich das hier auf der Folie habe, wir möchten ein Miteinander aus gesunden Beziehungen leben, die auf Transparenz und Integrität aufgebaut sind. Das ist unser Wunsch. Gesunde Beziehungen. Und ich sage das so offen, das ist ja keine geheime Agenda, die gibt es ja nicht bei uns, sondern wir möchten, dass du gerne hier Teil von einem Beziehungsnetzwerk bist, von einem Miteinander und nicht nur einfach zu einer Veranstaltung kommst, sondern hier Teil von unserem Miteinander wirst. Das steht ja so drauf, da steht es irgendwie im Bilderrahmen, und ist vielleicht ein Bobbel da von der DNA, könnt ihr euch die Farbe aussuchen. Aber die Frage ist ja, wie wird es praktisch? Wie erleben wir das praktisch als Gemeinde? Lass mich da noch was Kurzes sagen, bevor ich nochmal auf Vertrauen eingehe. Einfach ein paar kurze Gedanken, wie ich glaube, wie das sichtbar wird, dieses Vertrauen. Und das Erste ist, was mir da eingefallen ist, wir haben Menschen im Blick. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig, den Menschen zu sehen mit ihrem unbeschreiblich großen Wert, wie Gott ihn sieht. Und dass wir einander kennenlernen wollen. Ja, deshalb gibt es Kaffee. Nicht, um dich aufzuwecken. Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber dass wir Raum haben, uns einander kennenzulernen. Weil wir sind nicht nur in erster Linie daran interessiert, was du hier tun kannst. Natürlich tun wir auch was zusammen, aber wir sind an dir interessiert. Wir wollen das Leben miteinander teilen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist, wir verstehen uns als Leib. Also irgendwie ein Leib ist ja miteinander verbunden. Ja. Und wisst ihr was, bei einem Leib, wenn man so den Körper anguckt, man braucht ja tatsächlich alles. Auch wenn man die Nieren nicht sieht, aber sie sind entscheidend. Und einen großen Zeh braucht man auch zum Laufen. Also wir brauchen einander. Und jeder darf hier eine wichtige Rolle einnehmen. Wir sehen uns als Familie. Ja, eine Familie ist einfach brutal ehrlich, oder? Man sitzt so um den Tisch, da gibt es irgendwie keine Politik und keine geheime Agenda oder irgendwelche Sachen. Es gibt auch nicht so wirklich, es gibt Rollen in der Familie, unterschiedliche Rollen. Ich bin jetzt mal der Papa von meiner Familie, aber es ist nicht irgendwie Hierarchie. Ich habe nicht irgendwie meinen eigenen Parkplatz draußen, da steht für den Vater oder solche Sachen. Und das prägt uns auch als Gemeinde, kommt in unser Büro. Ich kann euch leider, ich war die Woche in Spanien, war da bei einem Senior Pastor im Büro, da dachte ich, jo, das ist ein Büro. Ich habe halt mein Büro im Großraumbüro. Wir haben keine extra Büros, wir haben keine extra Parkplätze und bitte sprecht mich nicht mit Pastor an. Das ist so. Ich sage, ich werte das nicht, ich sage nur, es passt nicht so zu uns. Und das ist ja auch das Spannende, wenn wir irgendwann mal was erleben, dann denken wir, das passt nicht so zu uns, wie wir Vertrauen leben. Vielleicht noch eine Sache zur Familie, gell? Familie bedeutet Beziehung. Beziehungen, in die man investiert und die man auch nicht so schnell wegwirft, wenn mal Herausforderungen und Missverständnisse und richtige Verletzungen kommen.
Gell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manche Kinder, die prügeln sich auch mal. Also ich habe mich mit meinem Bruder ständig geprügelt. Klar, wir wollten auch wissen, wer das Stärkere ist. Guck ich mir da hoch. Aber deshalb werfen wir Beziehungen nicht weg, sondern arbeiten aneinander, was ganz Kostbares. Genau, wir werden zusammen alt. Ja, du bist eingeladen, mit uns alt zu werden. Wenn wir alle mit unserem Rollator hier reinflachen. Und die neue Generation, oder? Die wäre das nicht ein herrliches Bild? Wir laufen alle im Rollator rein oder gucken dann vom Pflegeheim über den Livestream zu und denken, wow, das hätten wir uns nie vorstellen können, dass unsere jungen Leute so einen Lobpreis machen. Boom, 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 oder was weiß ich. Gut. Ich muss gucken, dass ich durchkomme. Wir haben Zutrauen ineinander und feuern uns an. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Es ist keine Kontrolle hier. Wir haben kein System, das irgendwie uns verbindet, sondern wir haben gemeinsam Auftrag und der hält uns zusammen. Und eine ganz, ganz große Freiheit, ein ganz großes Zutrauen und eine Ermutigung, eine Unterstützung, dass jeder das auslebt, wozu Gott ihn berufen hat. Und Gnade beeinflusst unsere Beziehungen. Das seht ihr, wie das überlappt. Gnade ist ja so was Wunderbares. Das bringt nämlich die Wahrheit ans Licht, aber stellt gleichzeitig sicher, dass man bedingungslos geliebt und angenommen ist. Gnade ist ehrlich. Sie konfrontiert aber in einer angemessenen Weise und stellt nicht irgendwie Leute öffentlich bloß. Gnade schafft die Möglichkeit, dass Menschen auch ihre Enttäuschung so respektvoll äußern können und uns auch Dinge sagen können oder hier Dinge sagen können, die wir vielleicht gar nicht so gerne hören. Und Gnade findet immer wieder zur Versöhnung. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du so ein paar Sachen hörst. Ich bin gerne Teil von so einer Gemeinschaft, von so einem Miteinander. Und ich glaube, das Vertrauen, dass das der Schlüsselfaktor ist, um solche gesunden Beziehungen zu schaffen, dass wir alle aufblühen können, auch als Menschen. Und ich glaube, wir kennen das ja, oder? Wir kennen alle wertvolle, oder wir kennen alle, wie wertvoll es ist, vertrauensvolle Beziehungen zu haben. Kennen wir hoffentlich alle. Und vermutlich wissen wir auch, wie verheerend es ist, wenn kein Vertrauen in Beziehungen vorhanden ist. In diesem vertrauensvollen Miteinander, da wollen wir weiter wachsen. Und wie wachsen wir im Vertrauen? Ich denke, es ist ganz einfach. Vertrau mir einfach. Hey, vertrau mir einfach. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck schon mal gehört hast. Hey, vertrau mir einfach. Vielleicht hast du es auch schon mal gesagt. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es auch schon mal gesagt. Ohne vielleicht zu wissen, was ich da eigentlich von jemand anderem fordere. Weiß ja nicht so. Ja, natürlich. Habe auf nichts anderes gewartet. Es ist fantastisch, dir zu vertrauen. So einfach ist es ja nicht. Mit dem Vertrauen. Wir wollen uns ja, so wie ich das gesagt habe, als Menschen sicher fühlen, wenn wir vertrauen. Wir wollen ausschließen, dass unser Vertrauen enttäuscht wird, dass es zu einem Bruch kommt, dass wir vielleicht auch verletzt werden. Und ich glaube, da haben wir ja alles schon viel erlebt. Wir haben schon richtig gute Beziehungen und Vertrauen erlebt und wir haben auch erlebt, wie schmerzvoll es ist, wenn wir auch enttäuscht werden in Beziehungen und es vielleicht sogar zu einem Vertrauensbruch kommt. In all unseren Beziehungen, da geht es um Vertrauen, überall. Der Banker sagt, das ist ein Konto. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsingenieur, aber das war so mit mein erster Beruf in der Baufirma. Deshalb sage ich immer, es ist eine Brücke. Vertrauen ist wie eine Brücke zwischen zwei Menschen und die Stärke der Brücke, die definiert, die bestimmt, wie groß die Ladung ist, die wir über diese Brücke fahren können. Vertrauen hat eine wunderbare Frucht.
so wunderbar, Vertrauen zu erleben. Weil wir uns, wenn wir Vertrauen erleben, uns gesund entwickeln können. Wir dürfen in Beziehungen aufblühen, wenn Vertrauen da ist. Vertrauen, wenn wir das erleben, das macht uns sorglos. Jedes Mal, wenn ich einatme, bin ich nicht in Panik, ob hier die Luft okay ist. Jedes Mal, wenn ich morgens auf die Kaffeemaschine drücke und meinen Kaffee trinke, das mache ich total sorglos, weil ich weiß, das ist lecker, da passiert mir nichts. Jedes Mal, wenn mein Team, oder nicht mein Team, wenn unser Team eine Besprechung hat und ich krank daheim im Bett liege, das ist völlig entspannt, sorglos. Ich weiß, die treffen die richtige Entscheidung. Jedes Mal, wenn die Lissy alleine unterwegs ist, also meine Frau oder ich alleine unterwegs, ich kann total sorglos sein, weil Vertrauen da ist. Das ist eine wunderbare Frucht. Und es ist so schön, dass wir Vertrauen erleben dürfen. Was würden wir verpassen, wenn wir es nicht tun? Doch wer Vertrauen schenkt, der kann enttäuscht werden. Wer Vertrauen schenkt, der kann enttäuscht werden. Wir entscheiden uns, dass wir uns verletzlich machen. Und das ist ja auch das Interessante an Vertrauen, weil jemanden zu vertrauen, ist immer eine Entscheidung. Egal wie vertrauenswürdig der andere ist, ist aber immer eine Entscheidung, die wir treffen. Ich habe ein Buch gelesen auf die Vorbereitung zur Predigt, das heißt Trust, also Vertrauen, vom Dr. Henry Cloud, und ein Amerikaner, und der hat in seinem Buch fünf Vertrauenszeichen geschrieben, nach denen wir Ausschau halten können, um das Risiko zu minimieren, dass unser Vertrauen enttäuscht wird. Ich fand es super spannend, auch hilfreich, das nicht nur auf andere anzuwenden und zu gucken, sind die das, sondern auch selber mich zu hinterfragen, ja, wie lebe ich denn das und sind diese Vertrauenszeichen bei mir auch zu finden? Interessiert? Gut, also erstes Vertrauenszeichen. Wir vertrauen, wenn wir das Gefühl haben, dass die Person uns versteht. Hey, so einfach kann es sein und so schwierig ist es. Weil um jemanden zu verstehen, muss man zuhören. Zumindest eine Herausforderung bei mir, weil ich ja schon überlege, während der andere redet, was ich ihm jetzt sagen möchte. Ich höre mir ja mehr zu als den anderen oft. Das ist spannend, gell, dass man sich selber oft mehr zuhört als den anderen. Und aber dieses Zuhören, dieses Präsentsein ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte wahrnehmen, dass die Person mich versteht, dass sie weiß, was ich denke, was ich fühle, was ich mir wünsche, vor was ich Angst habe, vielleicht sogar nachfragt und mir spiegelt, habe ich das jetzt richtig verstanden, auch verstehe ich dich da richtig, und nicht irgendwie mir eine Lösung präsentiert. Mir ist eine Geschichte eingefallen, ich war als Zivi, schleppt man so alle unterschiedlichen Sachen als junger Mensch. Ich hatte so dermaßen Rückenschmerzen und bin zum Orthopäden gegangen und der hat mich geröntgt. Das ist ja, ihr wisst ja, wie das beim Orthopäden ist, da sitzt man 4 Stunden, um dann nachher 2 Minuten mit dem Arzt zu reden. Das war dann, okay, Röntgenbild, zack, drauflegen, ah ja, okay, Krankengymnastik. Und ich weiß nicht, ob das Wartezimmer mit den vielen Patienten mir den Eindruck geben sollte, ich sollte ihm vertrauen, aber ich hatte nicht das Gefühl, er wollte irgendwie was wissen oder mich verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich hatte dann später nochmal Rückenschmerzen. Ich bin nicht zu ihm gegangen. Bin zu einem anderen gegangen und hatte das Gefühl, der hört mir richtig zu. Und hat mein Röntgenbild angeguckt und so weiter. Und er hat gesagt, ja, wir machen jetzt so eine Licht, irgendwas mit Licht. Also hinstellen, Licht da auf den Rücken und dann bum, bum, bum. Und dann gucken, ah, okay, das ist ein bisschen verschoben. Sie kriegen eine Einlage. Ich habe eine Einlage im Schuh, seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Aber ich hatte das Gefühl, mir hört jemand zu. Das Zweite. Wir vertrauen, wenn das Motiv, die gemeinsame Vision ist und es nicht nur um die andere Person geht. Was ist das Motiv dahinter bei ihm? Will die Person das Beste für mich
und diesen gemeinsamen Traum, den wir haben, das zu verwirklichen? Oder ist der andere für mich, das ist ja die Frage, oder will er mich nur benutzen für seine Sache? Das ist schon auch wieder jahrelang her, da bin ich zum Zahnarzt und dem habe ich vertraut, der hat so mir zugehört, das war so erster Haken, Tick. Und dann hat er gesagt, ja, also da hinten, hier, ihr wisst ja, wenn man als Kind nicht putzt, okay, dann hat man da eine Plombe und dann sagt er, ja, da sollte man schon was machen. Und hat mir dann den Kostenvoranschlag mitgegeben und dachte, ich wollte kein Auto kaufen. Deshalb habe ich es gelassen. Und Jahre später, immer noch alles gut. Aber jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, erinnere ich mich und denke, ich weiß nicht, was der da für ein Motiv hatte. Weiß nicht, ob ich im Zentrum seiner Träume war oder ob es der Urlaub war oder wie auch immer. Genau, also was sind die Motive? Total entscheidend. Drittens, wir vertrauen, wenn die Person die Fähigkeit und die Kompetenz hat, das zu tun, worum er ihr Vertrauen schenkt. Das ist auch schon lange her, bin ich zum Friseur. Damals noch 11 Euro Friseur. 11 Euro Friseur, erster Termin morgens, musste ja zur Uni. Und dann wäscht die mir so die Haare und sitzt da und dann fängt sie an zu schneiden und ich rede ja gern mit meinen Friseuren, da frage ich sie, und wie lang ist sie denn schon hier? Und dann sagt sie, ja, sie hat frisch angefangen, heute ist ihr erster Tag, ich bin ihr erster Kunde. Ja. Ja, so ist es manchmal. Wenn wir Vertrauen schenken, Leuten, lasst uns sicher gehen, dass die auch die Fähigkeit haben, die Kompetenz haben in diesem Thema. Also kommt bitte nicht mit allem zu mir. Sehr limitiert. Genau. Viertens, wir vertrauen, wenn die Person den richtigen Charakter hat, den er für die Aufgabe braucht. Vielleicht um im Arztbeispiel zu bleiben, wenn irgendwie so eine OP ansteht und es aber so ein Arzt ist, der ständig rumzappelt. Weiß nicht, wie es dir geht. Passt der Charakter? Ist der ruhig, besonnen, so ein Arzt? Oder kriegt der gleich die Panik, wenn er Blut sieht? Eine wichtige Frage. Ich finde da Petrus, der beschreibt in einem seiner Briefe so eine wunderbare Stelle von vertrauenssteigernden Eigenschaften. 2. Petrus, guck mal, ich habe den umbenannt, 2. Peter, 2. Petrus. Darum setzt alles dran, und jetzt hört mal zu, was er da sagt, das setzt alles dran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Guck danach, Selbstbeherrschung. Glaubt mir, das garantiere ich euch, nicht jeder darf bei uns Doxadeo Kids machen. Wir gucken da drauf, zur Beruhigung von allen Eltern. Ich habe selber Kinder dort. Ist da Selbstbeherrschung da? Ist da Ehrfurcht vor Gott da? Ist da Liebe da? Das sind Charaktereigenschaften, nach denen wir gucken. Genau, also für manches braucht es Reife. Deshalb auch herzliche Einladung, Ehevorbereitung zu machen, wenn das noch vor euch steht. Da entdeckt man sich und auch kriegt mit, wie reif man ist für das Abenteuer, auf das man sich einlässt. Und fünftens, wir vertrauen einer Person, wenn sie schon bewiesen hat, dass sie vertrauenswürdig ist. Lasst uns mal was nehmen, was richtig banal ist. Jemand, der immer unpünktlich kommt, lasst uns mal andersrum anfangen. Jemand, der immer pünktlich ist und dann zum Zeitpunkt nicht da ist, dann fragen wir uns doch, ist irgendwas passiert? Wenn jemand immer unpünktlich ist,
und wir wollen anfangen, dann sagen wir doch, Herr, komm, lass uns anfangen, der wird schon kommen. Da entwickelt sich ein Muster. Und die Frage ist, was haben wir für ein Muster? Was haben wir da? Genau, diese fünf Vertrauenszeichen helfen uns zu vertrauen. Und Vertrauen muss verdient werden. Das können wir nicht einfach einfordern. Das wird uns geschenkt, weil wir es verdienen. Aber bei Vertrauen, und das will ich noch mit euch teilen, ist, da geht es um beide Seiten. Bei Vertrauen geht es nicht nur einfach um den anderen. Natürlich gucken wir, ist er vertrauenswürdig, aber wir schauen auch auf uns und fragen uns, sind wir fähig, Vertrauen zu schenken? Das ist ja immer die Frage, egal wie vertrauenswürdig die Person ist, die Frage ist immer, sind wir fähig, Vertrauen zu schenken? Und du kannst dich ja mal fragen, ist es leicht oder tust du dir schwer, anderen Vertrauen zu schenken? Wie leicht geht es dir da dabei? Weil manchmal liegt die Herausforderung nicht beim anderen, da liegt die Herausforderung bei uns. Vertrauen ist ja was ganz Faszinierendes. Ein anderes Bild vielleicht, wir alle haben einen Vertrauensmuskel. Ja? Wenn der Muskel verletzt ist, dann muss er geheilt werden. Wenn der Muskel schwach ist, dann muss er gestärkt werden. Wenn der Muskel überhaupt nicht vorhanden ist, dann muss er entdeckt werden. Glaub mir, du hast Muskeln an deinem Körper, von denen hast du... Ich hatte mal so ein interessantes Beispiel mit meinem ehemaligen Jugendpastor, der hat Trompete gespielt und der konnte seine Unterlippe so anspannen, dass sie so vibriert hat. Ich kann meinem Gehirn gar nicht sagen, mach da was mit dem Muskel, weil mein Gehirn glaubt, den Muskel gar nicht kennt. Die Vertrauen so, das ist ein Muskel, den wir trainieren können und der vielleicht schwach ausgeprägt ist, oder der nicht zum Einsatz kommt, weil wir vielleicht verschiedene Gründe haben, den nicht einzusetzen. Ich möchte euch mal ein paar Gründe, ich schicke das euch, dann könnt ihr euch mal da reflektieren, die uns abhalten zu vertrauen. Also hatten wir das ja vorher auch schon gesagt, gell? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nicht die Kontrolle verlieren. So nach dem Motto, dann verliere ich meine Freiheit. Unglaubliches Missverständnis, aber das ist manchmal da. Ich will nicht die Kontrolle verlieren, deshalb vertraue ich nicht. Oder sich von dem anderen abhängig machen. Das hat damals ja schon nicht geklappt. Warum soll es heute klappen? Oder sich nicht dem Erwartungsdruck aussetzen wollen. Muss ich ja perfekt sein, das will ich ja gar nicht. Traumatische Erlebnisse. Da reicht eins. Einmal und nie wieder. Ja, vielleicht kennst du das. Ein traumatisches Erlebnis, bumm, Vertrauen weg. Ich steige da nie wieder ein, ich mache das nicht, ist gelaufen. Sein eigenes Fehlverhalten projizieren, finde ich auch spannend. Ich suche meinen Vorteil, dann werden es doch auch die anderen tun, oder? Also besser nicht vertrauen. Oder das fand ich auch spannend, alte Menschen in neuen entdecken. Irgendwie sein Papa oder seine Mama plötzlich in anderen oder seinen alten Pastor in irgendeinem neuen Pastor zu sehen. Irgendwie. Genau, alle Punkte, die haben was mit unserer Prägung zu tun und unseren ersten Erfahrungen, die wir machen. Und das, was du und ich vielleicht immer mal wieder erleben, das sind einfach möglicherweise Wiederholungen aus der Vergangenheit. Ja, wir erleben Wiederholungen aus unserer Vergangenheit, wenn wir die nicht angucken und wenn wir die nicht bearbeiten und angehen. Und ich finde es so schön, auch wie die Bibel das sagt, wann wir vertrauen, dass wir das sehr früh gewinnen. Heißt es einmal im Psalm 22, doch du Herr, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Vertrauen, wir sind ja geschaffen für Vertrauen. Und ganz am Anfang lernen wir Vertrauen. Jemand ist da für mich, wenn ich Hunger habe, durstig bin, es kalt ist, es mir nicht gut geht. Und hoffentlich hattest du jemanden, der dann da war.
Das erleben wir ganz am Anfang, hoffentlich. Und auch alle weiteren Erfahrungen dann, die prägen Vertrauen, die prägen unser Leben. Und wir alle haben Prägungen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir Prägungen anschauen. Wie wurden wir geprägt, auch gerade in Bezug auf Vertrauen? Genau, so jetzt schnell die Kurve zum Schluss. Noch einen kurzen Gedanken zu der Realität, dass wir ja auch Verletzungen erlebt haben bei Vertrauen oder unser Vertrauen sogar missbraucht wurde, zu einem richtigen Bruch kam. Wie gehen wir damit um? Und das ist ja nicht nur einfach, ja, man entscheidet sich, wieder zu vertrauen, sondern es ist ja in einer Zwickmühle zu sein. Wir sind dann in der richtigen Zwickmühle. Auf der einen Seite zu sagen, ich laufe weg davon oder ich gehe weg davon und ich verliere vielleicht alle Dinge, die damit zusammenhängen. Mit dieser Beziehung, vielleicht meine Familie, vielleicht das, was ich in Gemeinde erlebt habe und gehe weg und verliere das dann auch. Oder das andere ist, wir machen uns nochmal verletzlich. Das ist die Zwickmühle, in der wir drinstecken. Nicht gerade ein toller Ort, aber ein Ort, den wir anschauen müssen und jetzt zu überlegen, was machen wir damit, weil ich möchte dich, wenn du auch in sowas drinsteckst gerade oder vielleicht auch in Zukunft mal drinstecken könntest, ich möchte dir sagen, warte nicht ab. Warte nicht einfach ab, was passiert. Sei proaktiv, weil Zeit heilt keine Wunden. Das wissen wir und manchmal hoffen wir es trotzdem, dass er das tut. Genau, es ist wichtig, dass wir Vertrauensbrüche bearbeiten, weil sie Einfluss auf unser Leben haben. Und mir ist aufgefallen, dass wenn Menschen bei dieser Frage stehen, was soll ich tun, dass die hypersensibel sind. Hypersensibel sind für alles, was sie wahrnehmen. Da könnte man was zwischen den Zeilen lesen, was überhaupt niemand gesagt hat. Aber Menschen sind hypersensibel für die Dinge, weil sie gerade an diesem Punkt stehen, weil sie nicht wieder getäuscht werden wollen. Und mir tut es so leid für die Menschen, die in dieser Unsicherheit drinstehen, weil das, was Vertrauen macht, ist ja sorglos zu sein. Wir können sorglos sein und nicht alles lesen und gucken, was könnte hier falsch sein. Und vielleicht nur noch mal, um das gleiche Horn reinzublasen, wie das der Norbert gemacht hat. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, das anzugehen und such dir Unterstützung. Du brauchst es nicht alleine machen. Und die herzliche Einladung auch, dass Dinge heil werden. Im Hebräer ist so ein wunderbarer Vers, da heißt es, und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken. Es kann noch schlimmer werden. Deshalb gehen die richtige Richtung, sondern die Glieder oder das, was lahm geworden ist, soll wieder heil werden. Genau, also nimm dir Zeit, bearbeite die Sachen. Zweite Sache ist, lass die Wut und Rache hinter dir und vergeb. Wir könnten jetzt eine Predigtreihe drüber machen, aber Vergebung setzt frei. Und Unvergebenheit, das schadet dir so dermaßen. Es schadet dir einfach. Also vergib. Vergib. Und Vergebung bedeutet nicht, dass du automatisch wieder der Person voll vertrauen musst. Da geht es gar nicht darum. Sondern Vergebung ist etwas, was du als alleinige Person machst. Wisst ihr, Versöhnung, da brauchst du dann zwei dazu. Aber Vergebung ist, wenn du loslässt, den anderen freigibst. Und mich berührt einfach immer wieder total die Tatsache, dass Jesus uns vergeben hat am Kreuz. Als wir noch seine Feinde waren, hat er das getan. Und von dem her, das ist so der wichtige Schlüssel auch in Bezug auf Vertrauen und Beziehung. Und nach der Vergebung, dann frag doch Gott, was dran ist. Was ist denn hier wieder dran?
Und natürlich ist, wie wir das auch gehört haben, der Wunsch ist natürlich auch Versöhnung. Aber wisst ihr, manchmal ist Versöhnung nicht möglich. Dann ist es wirklich dran, auch manche Sachen loszulassen. Gell? Im Prediger finden wir das ja, alles hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit, heißt es da mal, und loslassen hat seine Zeit. Und manchmal lassen wir auch Beziehungen los. Genau, Versöhnung ist nicht immer möglich und das ist auch okay. Gucken wir in die Bibel rein, wir finden diese Geschichten, wo immer auch oder dass nicht immer Versöhnung möglich war. Und lerne neu zu vertrauen. Lerne neu zu vertrauen. Und wenn du das tust, dann hab doch die 5 Bausteine im Kopf. Die helfen dir, in kleinen Schritten wieder Vertrauen zu schenken. Niemand erwartet, dass du das blind machst. Vertrauen ist ein riesiges Thema. Ich konnte es ja heute nur anreißen. Aber ich glaube, uns wurde jetzt beim Hören vielleicht nochmal neu die Bedeutung und die Dimension bewusst, die Vertrauen für gesunde Beziehungen hat. Und als wir da im Lobpreis gerade standen, ist mir nochmal so eine Sache bewusst geworden. Wir können nur das leben, was wir selbst erlebt haben. Wir können nur das leben, was wir selbst erlebt haben. Und deshalb lädt Gott uns ein. Deshalb lädt er uns ein und sagt, hey, vertrau mir. Vertrau mir, denn ich bin treu und erlebe, was eine perfekte, gesunde Beziehung, ein gesundes Miteinander ausmacht. Und weil wir das bei ihm erleben dürfen, dürfen wir Heilung erfahren, dürfen Befähigung erfahren. Das, was wir in dieser wunderbaren Beziehung mit ihm erleben, hineinzunehmen in alle anderen Beziehungen, die wir haben. Das ist unser Vorrecht, das wir als Christen haben. Weil ich weiß, man könnte das jetzt auch nehmen und sagen, ah, hast du das irgendwie an der Uni gehalten, das ist ein Vortrag zu Vertrauen. Aber ich möchte es auf diese Ebene ziehen, wir sagen, Gott lädt uns ein, jeden, auch dich vielleicht, der du ihm noch nie vertraut hast. Er lädt dich ein, ihm zu vertrauen und perfektes Vertrauen und Treue zu erleben. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Und deshalb heißt es auch, gesegnet ist der Mann und die Frau, der auf den Herrn vertraut und das Vertrauen der Herr ist. Und ich weiß nicht, was in den letzten starken halben Stunde in dir jetzt so alles gekommen ist. Was du reflektiert hast in Bezug auf Vertrauen, gute Erfahrungen, beschissene Erfahrungen. Und mit was du jetzt über Gott oder mit Gott ins Gespräch kommen willst. Aber ich möchte dich einladen, dich ermutigen, alles auf ihn zu schmeißen, ihm alles zu sagen, was gerade in deinem Herzen, in deinen Gedanken drin ist, was du fühlst, ihm zu vertrauen. Vielleicht auch zu vergeben, wo es nötig ist. Jesus möchte, dass du das Leben erlebst, so wie er das getan hat. Wir hatten auch gerade noch am Ende vom Lobpreis so ein Bild, wo jemand so einen Tisch gesehen hat mit ein paar so netten Sachen. Aber das war nur vordergründig. Da ist so viel mehr an Fülle bei Gott da. Aber der Schlüssel ist, ihm zu vertrauen.